Mein Name ist Jennifer Reichert und heute stelle ich Ihnen das Kunstwerk Selbstbildnis auf der Terrasse von Neukastel von Max Lehvogt vor. Grundsätzlich ist es einfacher, sich vorzustellen, wie kann man an Kunst rangehen? Dazu braucht es drei Dinge: Fragen, aufmerksames Sehen und Recherche. Es hilft dabei, so die klassischen W-Fragen durchzugehen. Und wir fangen erstmal mit Warum an. Das ist eine Frage, die vor allen Dingen Kinder häufig stellen und das auch zu Recht. Fragen wir doch erstmal ganz allgemein. Warum sind Bilder für uns wichtig? Wir können uns quasi detektivisch an einem Bild entlanghangeln und es richtig entschlüsseln. Dazu muss man aber auch genauer hinsehen. Wir können das deswegen machen, weil Künstler, die sich sehr lange mit ihrem Kunstwerk auseinandergesetzt haben und auch sowohl geistig als auch wirklich körperlich lange mit dem Kunstwerk beschäftigt haben, sich viel Gedanken um den Aufbau des Bildes machen, um die sogenannte Komposition. Und die sogenannten alten Meister, also grob die Künstler vor 1860, die haben sich noch überschwänglicher damit auseinandergesetzt. Es war sehr reichhaltig, sehr voll, sehr überladen manchmal sogar. Wohingegen die modernen Künstler stattdessen eher augenscheinlich manchmal sogar eher dem Zufall das Endergebnis überlassen hat. Das bedeutet, dass wir nochmal genauer hinsehen müssen. Max Lehvogt, der Künstler dieses Kunstwerkes, ist quasi an der Stelle zwischen alt und neu, zwischen den alten Meistern, die noch sehr durchstrukturiert waren, und den ersten modernen Künstlern, den sogenannten Impressionisten. Das sehen wir vor allen Dingen gut am Pinselstrich, am Pinselduktus, überall auf diesem Werk. Es ist zügig, dynamisch, auch nicht allzu genau, besonders wenn man direkt davor steht, aber dafür ist es sehr reichhaltig und es ist farbenfroh. Wer war Max Lehvogt? Besser, wer waren die Impressionisten? Die Impressionisten waren Leute, die vom Eindruck, von der Impression beeindruckt waren. Das bedeutet, augenscheinlich alltägliche Dinge, Sachen, die wir flüchtig uns nur betrachten, das haben sie zum Kern ihrer Arbeit gemacht. Licht, Schatten, besondere Aufnahmen, besondere Alltagsmomente, quasi Alltagszauber, wollten sie für die Ewigkeit konservieren. Etwas Ähnliches haben Sie vielleicht schon mal erlebt. Zum Beispiel, als Sie mal einen Sonnenaufgang gesehen haben mit wunderschönen Farben oder als Sie mal ein Familientreffen gesehen haben, wo das so schön alles zusammengepasst hat, dass Sie es wirklich für die Ewigkeit festhalten wollten. Genau so einen zauberhaften Moment wollten die Impressionisten in ihrer Kunst festhalten und Max Lehvogt auch. Er hat sich auch gerne mit dem Schönen dieser Welt auseinandergesetzt. Gerne hat er abgebildet Natur, Mensch und Kunst. Er war aber auch jemand, der sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 als Kriegsmaler freiwillig gemeldet hat. Er war zwar nicht an vorderster Front, aber er war trotzdem noch nah genug, um die Auswirkungen des schrecklichen Krieges miterleben zu können. Nun widmen wir uns der Frage, was wir überhaupt auf diesem Werk sehen. Wir sehen ein Selbstporträt, das heißt Max Lehvogt selbst. Er steht aufrecht da, geradezu selbstbewusst. Er hat die Hände bequem vor dem Bauch gelegt. In einer Hand hält er eine Zigarette. Er lehnt sich an eine Mauer an, auf der ein Teller voll Früchte steht. Im Hintergrund können wir Bäume, Berge und ein Teil eines Hauses sehen. Das sind jetzt die Hinweise. Und jetzt fangen wir an, detektivisch diese einzelnen Hinweise genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir beginnen jetzt erstmal mit ihm, mit Max Lehvogt selbst. Er steht aufrecht da. Was macht das mit uns? Ist das etwas, was uns beeinflusst in unserer Betrachtungsweise? Wirkt er aufrecht oder wirkt er wie ein gebrochener Mann? Schauen wir uns dazu hier nochmal das Gesicht vor allen Dingen auch nochmal näher an. Besonders zwischen den Augen ist eine steile Falte. Sie zeigt Anspannung und auch Konzentration. Wenn wir uns aber genauer die Mundpartie ansehen, sehen wir eine gewisse Ruhe, eine Entspannung, etwas Leichtes, was denn noch da drin ist. Wenn wir uns jetzt seine Augen näher ansehen, können wir zwischen den Augenbrauen eine steile Falte erkennen. Sie zeigt Konzentration und Anspannung.
Wenn wir jetzt seine Mundpartie uns ansehen, sehen wir auch eine gewisse Ruhe und eine Entspannung. Wir haben also beides in seinem Gesicht. Schauen wir uns nochmal seinen Blick genauer an. So wie er uns direkt ansieht, was sehen wir da drin? Sehen wir Traurigkeit? Sehen wir Leere? Sehen wir Erfahrenheit oder Unbeteiligkeit? Was wir auf jeden Fall sehen, ist eine komplexe Mischung. Wenn ich in meinen Führungen dieselbe Frage den Besuchern stelle, kriege ich auch ganz unterschiedliche Antworten. Das liegt daran, dass eben dieses Gesicht so komplex ist, dass verschiedene Emotionen gleichzeitig da sind und wir dadurch mehrere Antworten gleichzeitig geben können. Das macht das Ganze authentisch. Auch, dass er aufrecht steht und uns ansieht, beeinflusst uns in unserer Interpretation. Denn jemand, der aufrecht dasteht, quasi auch vor stolz geschwellter Brust, wirkt selbstbewusster im Vergleich zu jemand, der in sich gekauert ist, wie vor Angst und Kummer zerfressen. Was er hier tut, ist aufrecht stehen. Jemand, der den Blick abwendet, der uns nicht in die Augen sehen kann, wirkt unterwürfig. Was er hier aber macht, ist, mit uns direkt in Kontakt zu treten, uns, dem Betrachter. Er scheut sich also nicht, den direkten Kontakt zu suchen. Wenn wir uns nur diesen Mann ansehen, ohne die Hintergrundinformation zu kennen, dass er ein ehemaliger Kriegsmaler ist zu dem Zeitpunkt, würden wir nicht vermuten, dass er die Schrecken des Krieges selbst gesehen hat und auch davon traumatisiert wurde und darunter gelitten hat. Wenn wir uns die Hand noch mal genauer ansehen, sieht sie ein bisschen hager aus, ein bisschen sehnig. Schauen wir auch noch mal in sein Gesicht. Die Brille, die er anhat, zeigt, dass er nicht gut sehen kann. Auch, dass sein Barthaar grau wird, zeigt, dass er nicht mehr allzu jung ist. Trotzdem raucht er noch. Vielleicht sollte er das lassen. Vielleicht macht er es aber auch ganz bewusst. Vielleicht ist es ein Zeichen zum Trotz. Vielleicht möchte er damit sagen, trotzdem, trotz des Krieges, möchte ich noch mit allem, was ich habe, mein Leben in vollen Zügen genießen. Und wenn eine Zigarette dazugehört, gehört sie dazu. Zack. Das könnte sein, dass er das sagen wollte. Auch vor dem Krieg hat er dieses Genussmittel oft dargestellt. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Aber dass er es nach dem Krieg nicht aufgegeben hat, sondern trotzdem dieses Genussmittel weiter fortgeführt hat, zeigt auch seine innere Haltung. Hier, diese Bildhälfte, die wirkt sehr dunkel und auch vielleicht ein bisschen einengend. Er steht hier direkt vor einer Mauer, wo er nicht vorbei kann. Das hier ist sehr, sehr dunkel gehalten, fast schon schwarz. Wenn Sie persönlich vorbeikommen, können Sie aber sehen, dass es immer noch sehr detailreich ist. Wir können auch hier eine Begrenzung, eine architektonische Begrenzung sehen durch den Teil eines Hauses. Die eine Hälfte engt ihn also so ein bisschen ein. Im Gegenzug dazu haben wir auf der anderen Seite viel, viel Freiheit. Wir haben Bäume, wir haben Berge, wir haben freien Himmel. Wir können sogar eben kilometerweit auf diesem Berg sehen. Es ist auch perfektes Wetter auf diesem Bild. Wir haben also einen Unterschied zwischen Licht und Schatten, zwischen dieses einengende Element und diesem sehr freien Element. Stellen wir uns jetzt mal die Frage, wann oder beziehungsweise kann dieses Bild, das wann gemalt wurde, 1918, 1919, also in den Jahren unmittelbar kurz nach dem Ersten Weltkrieg, kann dieses 101-jährige Bild für uns heute Relevanz haben? Ja, denn wir kennen das vielleicht metaphorisch oder vielleicht auch wortwörtlich, das Gefühl des Eingesperrtseins, des vielleicht sich eingeschränkt nur bewegen können. Das sehen wir hier direkt in diesem Moment, in diesem Bild. Er steht hier eben vor einer Mauer, da hinten haben wir eine andere Mauer und hinten dran, wie gesagt, ist die schöne freie Landschaft, die eigentlich zum Spazierengehen einlädt, aber es ist eben eine Mauer davor. Er in diesem Bild kann es nicht. Schauen wir auch nochmal den historischen Hintergrund, denn zu der Zeit, als er dieses Bild hergestellt hat, war er tatsächlich eingeschränkt. Ihm wurde nämlich aufgetragen, nach dem Ersten Weltkrieg, als er eben Kriegsmaler war, von den Franzosen wurde ihm auferlegt, dass er zu Hause bleiben musste. Er durfte sein Haus, Neukastel, nicht verlassen. Er durfte auch keine Kontakte zu seinen Künstlerfreunden pflegen und er musste wirklich eingeschränkt sich da behalten. Er war quasi unter Überwachung. Das hat er aber nicht zum Anlass genommen, um deprimiert zu sein. Stattdessen
hat er aus der Not eine Tugend gemacht. Er als Künstler, der eben seine Traumata durch Kunst bewältigt und auch seine innere Haltung, seine Auffassung künstlerisch aufbereitet, das hat er eben hier getan, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, wo ihm gleichzeitig noch verboten wurde, verlass dein Haus nicht. Wir fragen uns vielleicht auch hier, wo das sein könnte. Es steht hier Neukastel, lassen Sie sich nicht verwirren, Neukastel ist auch der Sleevogthof. Das liegt eben daran, dass Sleevogt dort mit seiner Frau Nini lange lebte. Stattdessen hat er sich die Frage als Künstler gestellt, wo finde ich etwas Besonderes in der unmittelbaren Umgebung meines Hauses? Und das hat er auch getan. In dieser Zeitperiode hat er viele Landschaftsbilder hergestellt. Und das können wir auch sehen. Er ist an unterschiedliche Orte in seinem Sleevogthof in Neukastel gegangen, hat unterschiedliche Perspektiven eingenommen, hat Licht und Schatten studiert, indem er zu verschiedenen Tageszeiten eben genau dasselbe Motiv abgebildet hat. Und dadurch hat er auch viel gelernt. Dadurch hat er das Alltägliche nochmal zu schätzen gelernt. Nochmal die Frage, kann dieses 101-jährige Bild für uns Relevanz haben? Ja, weil es ist eben auch eine Zeitkapsel der damaligen Zeit. Sehr biografisch natürlich auch, aber wir können dadurch uns auch nochmal inspirieren lassen. Denn die Probleme der Menschen im Laufe der Geschichte wiederholen sich oder sind sich sehr, sehr ähnlich. Und da hilft es manchmal, sich an vergangenen Generationen zu orientieren, um mal zu schauen, wie sind die denn mit den Problemen umgegangen? Haben die vielleicht etwas Hoffnungsvolles daran gesehen? Konnten die vielleicht Strategien entwickeln, die mir persönlich auch helfen können? Oder haben sie Wege bestritten, die so gar nicht meins sind, die auch gar nicht mir helfen könnten? Aus all dem können wir lernen. Und deswegen lohnt es sich immer, sehr genau hinzuschauen auf ein Kunstwerk, egal ob es aus der Antike kommt, aus der Zeit der alten Meister oder der modernen Künstler. Wichtig ist nur, dass wir mit vielen, vielen Fragen, mit einem riesigen Kompendium an Fragen an die Kunstwerke herangehen, dass wir genau hinschauen und dass wir uns, wenn wir Fragen haben, die wir nicht sofort beantworten können, uns die Mühe machen zu recherchieren. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.